Je weniger Sie verdienen, desto mehr Verdienst hat eure Güte. Volkswagen hat jetzt seine endgültigen Jahreszahlen vorgelegt. Zuletzt haben die Wolfsburger wohl vieles richtig gemacht, denn die Geschäfte liefen in vielen Bereichen prächtig. Und das spiegelt sich im Ergebnis wider. Die Umsatzerlöse stiegen um 7,1% auf 252,6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen kletterte um 12,8% auf 19,3 Milliarden Euro. Allerdings hat die Corona-Krise auch VW infiziert. Wie schwer die Auswirkungen ins Gewicht fallen, kann der Autobauer noch nicht abschätzen. Damit wird die durchaus ambitionierte Prognose für 2020 Makulatur. Vor gut zwei Wochen hat Volkswagen noch eine Umsatzrendite von 6,5 bis 7,5% angestrebt. Jetzt sei eine verlässliche Prognose nahezu unmöglich, korrigierten sich die Wolfsburger. 2020 ist ein sehr schwieriges Jahr. Die Corona-Pandemie stellt uns vor ungekannte operative und finanzielle Herausforderungen. Zudem sind nachhaltige Konjunktureinflüsse zu befürchten. In unserem wichtigsten Markt China stabilisiert sich jedoch die Situation. Mittlerweile haben unsere Fertigungsstätten mit wenigen Ausnahmen die Produktion wieder aufgenommen. Die Auslieferungszahlen steigen im März wieder und beginnen sich langsam zu normalisieren. In Europa und global steht uns die Krise noch bevor. Wir können dabei zurückgreifen auf das, was wir in China hinsichtlich der sanitären und organisatorischen Maßnahmen gelernt haben. Wir nehmen vorübergehende Kapazitätsreduzierungen vor und sichern Logistikketten ab. Der Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Angehörigen steht dabei im Fokus. In enger Abstimmung mit den Behörden tun wir alles, um die Krise zu meistern. Durch die Bündelung unserer Kräfte, eine enge Zusammenarbeit und eine gute Moral im Konzern wird es uns auch in Europa und im Rest der Welt gelingen, die Corona-Krise zu bewältigen. Der Ausblick für 2020 ist trüb. Was bedeutet das für die Aktionäre? Der Ergebnisanteil der Aktionäre der Volkswagen AG beträgt dementsprechend für das Geschäftsjahr 13,3 Milliarden Euro. Das ist eine deutliche Steigerung der 11,8 Milliarden aus dem Geschäftsjahr 2018. Das führt dann zu einem unverwässerten Ergebnis je Aktie, 26,60 Euro je Stammaktie und 26,66 Euro je Vorzugsaktie. Vorstand und Aufsichtsrat freuen sich entsprechend den Aktionären eine Dividende je Stammaktie von 6,50 Euro und je Vorzugsaktie von 6,56 Euro vorschlagen zu können. Das ist in Summe, meine Damen und Herren, eine um rund 35% erhöhte Dividende. Und die Ausschüttungsquote ist dementsprechend von 20,4 auf 24,5% im Geschäftsjahr 2019 gestiegen. Ich darf betonen, dass unser strategisches Ziel unverändert eine Ausschüttungsquote von mindestens 30% beträgt. Durch die andauernde Corona-Krise wird die Prognose für 2020 nicht erfüllbar sein. Welche Ziele hält VW für realistisch? Im Moment ist eine verlässliche Prognose schlichtweg nicht möglich, weil vor allen Dingen niemand einschätzen kann, wie schwer und vor allen Dingen die Dauer dieser Corona-Situation fortlaufen wird. Insofern ist es völlig klar, dass wir jetzt im Taskforce-Modus um Absicherung bemüht sind. Wir kümmern uns um die Mitarbeiter, stabilisieren Geschäftsprozesse und natürlich ganz wichtig das Thema Liquidität. Aber, und das ist eben auch der Punkt, Dr. Di sprach die Situation in China an. Dort gibt es Anzeichen der Entspannung, ob die dauerhaft sind oder nicht, wissen wir nicht. Aber es ist schon auch wichtig, dass diese Maßnahmen, darauf bauen ja alle, so drastisch wie sie jetzt sind, dann auch Wirkung zeigen, dass die Ausbreitung eingeschränkt wird und dass dann durchaus auch wieder positive Signale zu sehen ist, wann immer die sein mögen. Und insofern wollen wir das Jahr 2020 auch nicht komplett abschreiben, auch wenn es im Moment natürlich überhaupt nicht absehbar ist, was von der Prognose, die wir Ende Februar gemacht haben, unter anderen Annahmen zu Corona natürlich noch übrig bleibt, aber wir werden darum kämpfen, bestmöglich durch dieses Jahr zu kommen. Klar mit der Priorität Mitarbeiter und deren Familien, Liquidität und unsere Geschäftsprozesse. Die Bundesregierung hat deutlich gemacht, sich stark für die Wirtschaft einzusetzen. Wie steht Volkswagen zu den angekündigten Maßnahmen? Erstmal
bin ich froh zu hören, dass wir sowohl auf europäischer Ebene als auch von der deutschen Regierung eigentlich recht deutliche Commitments hören konnten, dass man Unternehmen, die aufgrund der Corona-Krise in Schwierigkeiten kommen, die aber ansonsten funktionierende Geschäftsmodelle haben, doch nachhaltig stützen wird. Haben Sie bitte das Verständnis, dass wir natürlich jetzt da noch keinen konkreten Plan und auch Bitten auf dem Tisch haben. Das wird sich jetzt natürlich in den nächsten Wochen ergeben. Priorität ist jetzt natürlich das Abschalten der Werke, um das Ausbreiten des Virus zu verlangsamen zur richtigen Zeit, nicht zu früh, nicht zu spät. Und bei diesem Prozess sind wir, das ist auch in Europa verständlich, natürlich unterschiedlich. Sie können sich vorstellen, in Italien sind unsere Werke bereits geschlossen, zum Teil seit mehreren Tagen, Wochen. In Spanien haben wir im Prinzip zu Beginn dieser Woche abgeschaltet, unsere Hauptfertigungsstandorte, nicht komplett, aber die Hauptfertigungsstandorte. Und wir sind jetzt in Diskussionen, wie wir im Konzern dann beginnend diese Woche, in den nächsten Tagen, aber eben dann auch in einem sauberen Prozess die Werke dann auch mit unter Würdigung der Logistikketten der Bestände dann auch runterfahren. Das ist in enger Abstimmung mit den Betriebsräten der jeweiligen Standorte. Und wir haben ja eine große Anzahl von Standorten. Im großen Blick darauf werden sich die überwiegenden Abschaltungen beginnend nächste Woche und dann für die nächsten 2 bis 3 Wochen, insbesondere hier in Europa, abzeichnen.